Hallo, jetzt zeige ich euch einen Kreuzknoten. Dafür habe ich mir zwei Bänder in verschiedenen Farben zurechtgelegt, damit man das besser sieht. Zuerst lege ich sie über Kreuz und nehme dann das rote Band einmal nach unten und wieder nach oben. Jetzt habe ich nach unten zwei Enden liegen und nach oben. Mit den oberen Enden schlage ich sie nur übereinander, nehme wieder das rote von oben nach unten und lege die beiden Endschnüre nach außen und dann habt ihr einen Kreuzknoten. Noch einmal langsam, bevor ich es zusammenziehe. Ihr nehmt euch zwei Schnüre, legt sie übereinander. Nehmt den roten einmal um das gelbe herum. Und nun fange ich von der Seite mit dem gelben an, lege ihn über das rote und ziehe ihn von unten wieder durch. Jetzt sind jeweils beide Enden auf einer Seite und ihr habt diese zwei Schlaufen. Wenn ihr es nun zusammenzieht, habt ihr eine feste Verbindung von zwei Seilen.